So, wir sind zurück in der Hardcore-Welt und wir haben wieder ein bisschen Fortschritt im Zeitraffer gemacht. Im letzten Highlight-Video habe ich das Segment tatsächlich drin. Also es ist sogar schon auf YouTube. Aber man hat wahrscheinlich in 60-facher Geschwindigkeit nicht so richtig gesehen, was da alles passiert ist. Wir müssen aber vorher ganz kurz schlafen gehen, weil ich habe mich extra so positioniert, dass wir den Sonnenuntergang sehen können. Und zwar, wir haben eigentlich ein paar echt gute Sachen bekommen. Der einen Seite, ich glaube, hier ist es, genau. Wir haben eine fast perfekte Angel. Es fehlt nur noch Luck of the Sea 3. Aber die ist an sich schon ziemlich gut. Ich meine, Curse of Vanishing ist drauf. Sieht nicht so schön aus, aber es ist egal. So, wir sterben eh nicht. Ich glaube, das ist ein Satz, der nicht gut altern wird. Ich habe auch dabei ein bisschen noch Weizen und Sugarcane farmen können. So alle 2, 3 Minecraft-Tage bin ich da drüber gelaufen und habe die ganzen Sachen abgeerntet. Hier, wir haben einige Bögen bekommen. Ich meine, guten Mending auf einem Bogen möchte. Also, wenn es einen Gegenstand gibt, auf dem man normalerweise kein Mending haben möchte, dann ist es ein Bogen, weil es schließt Infinity aus. Aber wir haben Fische. Wir können gleich nochmal probieren, ob wir es schaffen, dass der Fischer, wenn wir dem genug Kohle verkaufen, dass der uns hier die Fische abkauft. Die Bücher hatten wir vorher schon. Aber hier haben wir noch einmal Efficiency 4, Sharpness 3. Efficiency 4 klingt sehr gut. Dann das Buch hier. Sharpness 4, Impaling 5, Fortune 3. Fortune 3 ist das, was wir haben wollen. Sharpness 4 wäre an sich auch gut, aber ich möchte Smite auf meinem Schwert haben. Und Impaling 5, dafür bräuchte man eh einen Dreizack. Und halt nochmal Sharpness 3. Ich dachte, kann man mal behalten. Die hier kann ich eigentlich jetzt weglegen und entzaubern. Aber ich glaube, ich behalte die erstmal. Das Ding kann aber dann weg. Weil ich kann die auch dann entzaubern, wenn ich einen Gegenstand reparieren muss. Dieser Schatzbrunnen war auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe einfach. Ich finde, Angeln ist in Minecraft mega gechillt. Boom. Dann können wir nämlich gleich das ganze Diamanterz, was wir noch rumliegen haben, waren ja 23 Stück, direkt mal umwandeln und hoffentlich auch schon mal in eine Diamantaxt, eine Diamantschaufel und halt in die Diamantrüstung investieren. Bane of Afropots 2 war das. Oh, vielleicht können wir den nächsten Trade freischalten. Und Power 2. Aber wir können. Oh! Oh, wir können Insects in Emeralds umwandeln. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, davon habe ich sogar ein paar. Hatte ich nicht. Obwohl, die kommen nicht so häufig. Ja, vor allem, ich glaube, mit der besseren Angel kommen sie nicht so häufig, weil die Dinger te technisch gesehen als Müll zählen. Aber mit einer Inkfarm hätte das das Potenzial für Stonks. So, was kostet der Spaß? Nur 3? Okay, cool. Das ist Pock. So, ich bin gespannt, was jetzt rauskommt. Und ich finde das so cool, dass das Erz leuchtet. Also Höhlen werden damit super aussehen. Okay, 23 mit Fortune 3. Vielleicht können wir auch heute noch mal in die Mine gehen. Und? Möchte jemand wetten, wie viele es sind? Neun. Nice. Okay, wir können jetzt erstmal ein bisschen aufrüsten. Und zwar einmal eine Diamant-Axt. Die brauchen wir aber tendenziell nicht immer in der Hotbar. Dafür aber dann die zweite Spitzhacke. Wie die Schaufel. Und dann. Das Ding ist, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Rüstung jetzt schon anlegen soll. Andererseits sind Diamanten jetzt eigentlich kein Thema mehr, weil ich habe jetzt eine Fortune 3 Spitzhacke. Cover me with diamonds.
Mal gucken, wie sieht das aus? Hat das auch PBR? Es hat auch PBR. Er sieht immer noch ein bisschen komisch aus, aber wir haben eine Diamantrüstung. So, Moment. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir das Innere zuerst machen, weil wir dann können wir nämlich die ganzen Sachen da wegmachen. Unsere, schon mal zum Beispiel das Netherportal und die Kisten da. Weil die Viehweide muss eh noch woanders hin. Aber dafür müssen wir erstmal gerade die anderen Eingänge machen. Die Frage ist halt, wenn man nach innen geht, müssen wir nach unten gehen. Die Frage ist halt, wo setzt man die Treppen hin, so dass es Sinn ergibt? Weil wenn man vier Eingänge hat, beziehungsweise vier Ausgänge hat, bräuchte man theoretisch, damit es symmetrisch sind, auch vier Treppen. Aber ich will jetzt nicht vier Treppen bauen, die auf die gleiche Etage führen. Hier oben hin kann ich keine Treppe machen, wenn hier alles voller Wasser sein soll. Oder weitgehend, bis auf hier die Beacon. Das Aquädukt wird auch noch lustig. Aber ich hatte überlegt, dass man zwischen dem Tempel und dem Dorf praktisch hier dann links und rechts so Felder hat. Eine Wendeltreppe in der Mitte. Das Ding ist, in der Mitte soll eine Wasserquelle. Dass praktisch hier unten irgendwo eine Quelle ist, die dann praktisch nach oben in diese Zisterne reingeht, oder dass das eine Art Zisterne sein soll. Und dann ein Aquädukt speist, was in die Richtung von dem Dorf geht. Und ich hatte überlegt, dass das Aquädukt dann vielleicht noch hier Felder versorgt. Dass dieser Tempel praktisch halt noch ein bisschen auf der einen Seite Crossroads-Tempel, weil es halt praktisch so ein Punkt ist, wo Leute, die auf einer Reise sind, durchkommen und dann verschiedene Orte bereisen können. Ja, auf der anderen Seite, dass das hier auch so ein Ort ist, wo halt was es halt Wasser gibt und deswegen sich da das Dorf angesiedelt hat. Das hat sich jetzt einfach irgendwie ergeben. Das hatte ich ursprünglich so nicht vorgesehen. Aber die Frage ist halt, das Ding hat keinen Haupteingang in dem Sinne. Und in meinem anderen, also in meiner privaten Hardcore-Welt, wo ich sowas gebaut hatte, hatte ich halt wirklich dann, wie hatte ich das gemacht? Ich habe den ganzen Teil etwas anders gemacht, weil das hier zum Beispiel jetzt hier größer ist. Aber ich hatte dann irgendwie hier eine Plattform, die man über einen Wasserfahrstuhl hier erreicht hat, aber man konnte halt auch mit ein bisschen Geschick hier rüberspringen. Weil ansonsten kamst du halt, wenn du hier rein bist, ja gut, das könnte man hier theoretisch auch machen, aber wenn du hier rein bist, kamst du halt mit einer Treppe direkt runter und warst dann in so einem Vorraum und konntest dann nochmal andere Treppen nehmen. Also die Idee ist, ich habe hier Glas, praktisch, dass ich in der Mitte ein 3x3-Feld habe. Hier wäre Wasser. So ungefähr bis zu der Höhe unter der Erde da. Mit Seelensand unten, dass halt ein bisschen, also Blasen kämen. Wenn ich hier eine Wendeltreppe haben wollte, ich könnte das ja theoretisch in praktisch so einer Doppelhelix anordnen. Das ist mit einer einfachen Helix. Doppelhelix sähe nochmal anders aus. Das wäre nochmal zweimal versetzt. Aber in der Helix praktisch. Und dann dieses Mosaik. Es ist kein Mosaik, aber diese Zeichnung da dann rauszieht. Aber die Wasserquelle können wir uns später kümmern. Hier zwischen käme dann noch Farben. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Farben aufteilen werde. Beziehungsweise was wie passt. Ich hätte schon gerne, dass die Farben auch irgendwie eine gewisse Bedeutung haben. Orange würde vielleicht passen, weil da das Mesa-Biom ist. Das heißt, man müsste aber dann da gelb und hier rot haben. Oder umgekehrt, damit die Mischfarben passen. Aber hier ist zum Beispiel jetzt eher... Okay, wobei, warte. Was sagt die Karte dazu? Die Karte sagt, wenn man da lang geht, dann kommt man auch am Mesa-Biom zumindest vorbei. Also hier grün reinzumachen, bringt nicht wirklich viel. Ich glaube, dafür müssen wir den Bereich echt noch kartieren. Ich fände blau auf der einen Seite für das Dorf cool, aber ich überlege halt, ob ich
statt Dunkelblau für den Hauptweg Cyan nehme und dann Dunkelblau als Sekundärfarbe. Das ergibt keinen Sinn. Also es ergibt von der Farbgebung her keinen Sinn. Da drüben ist, soweit ich das beurteilen kann, erst einmal Grasland. Wir können ja mal ganz kurz dahin laufen. Ja, ich glaube, ich krieg's zusammen mit der Farbgebung. Das passt. Was ich noch nicht weiß, also ich weiß, dass ich in den Bereichen, wo Sand ist, also der Wüste und überall sonst, wo Sand ist, Concrete Powder nehmen möchte als Weg. Was ich da aber in den anderen, was habe ich leider in meiner anderen Welt nie richtig umgesetzt, weil ich einfach nicht die Motivation dazu hatte, beziehungsweise weil ich teilweise auch nicht die richtigen Blöcke gefunden habe, die dazu passen. Da, wo halt normaler Boden ist, also Erde oder so, hatte ich halt überlegt, dass man halt andere Steine nimmt, die irgendwie von der Farbe her passen. Also keine Ahnung, zum Beispiel Netherziegel, beziehungsweise rote Netherziegel für lila und rot. Oder Prismarin für blau. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube, für grün hatte ich noch nichts. Ich meine, gut, man könnte vielleicht Moosstein nehmen. Moosstein würde passen. Moosstein, hattest du einen Steinweg, der aber Moos überwachsen ist, das passt. Und gelb. Gold. Wenn man eine Goldfarm hat. Aber selbst das wäre so bonzig. Wir hätten so viel Gold, dass wir damit einfach eine Straße bauen, die dann auch niemand klaut oder so. Wäre so dumm. Aber ich glaube, wir haben damit eine Farbgebung für den Moment. Wir könnten mal gucken. Haben wir Concrete Powder? Ja. Ich glaube, das passt. Wenn wir dann hier die Treppe machen, geht das? Also hier müsste man sich jetzt auch noch die Mischfarbe reindenken. Wohlgemerkt. Also tendenziell hätte man eher den Teil für eine Treppe. So. Da drüben in der Richtung war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, da müsste jetzt genau da drüben in der Richtung ist Grasland. Das heißt, machen da den grünen Pfad hin. So, das können wir gleich auch dann extra festmachen. Dann wäre auf der anderen Seite automatisch rot, weil Kontrastfarbe. Meine, theoretisch kann ich die Farbgebung auch noch ändern, wenn ich merke, ich habe was falsch gemacht, aber es wird natürlich später dann immer mehr Arbeit. So. Und wenn man jetzt die Felder dazwischen, hier kämen dann die Sekundärfarben rein. Also die ganzen Mischfarben dazwischen. Vielleicht kann man sogar ein bisschen, einige Farben haben ja auch verschiedene Töne drin. Das heißt, da könnte man dann auch ein bisschen mit den Farbverläufen spielen. Das ist Cyan. Das ist Light Blue. Sieht beides gut aus eigentlich. Von euch weiß nicht zufällig einer, wie es bei Farbtheorie aussieht. Cyan in Bezug auf andere Farben. Nö. Es sieht ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, ich weiß, wie es geht. Hätte ich mir die ganz. Ja, das löst auch das andere Problem. So, so. Und dann machen wir hier noch eins. Ja. Das sieht wesentlich organischer aus. Na gut, das sieht jetzt hier ein bisschen sketch aus, aber nicht vielleicht. Es könnte natürlich seinerseits wieder komisch aussehen, aber wenn man es so macht. Jetzt müssten alle rausgezogen sein. Muss ich die hier noch anpassen? Und da hätte man dann stattdessen noch hier noch einen. Das passt. Ja, damit
Damit beißt sich dann auch die Treppe nicht mehr mit dem Ding. Gefällt mir. Und fertig. Sieht zumindest nicht mehr ganz so kaputt aus wie vorhin. Wenn dann hier die Ebene ist, wo der Seelensand später reinkommt, können wir alles andere eigentlich zumachen. Das ist jetzt die Fackel vorläufig da, weil noch wird sie gebraucht. Und dann können wir... Ja. Wir können dann nämlich im nächsten Schritt, wenn wir noch eine Etage runtergehen wollen, dann hier weitergehen. So, auf der hier dann auch. Und dann haben wir wirklich so eine Helix drumherum. Ich weiß nicht, ob man das schon Helix nennen kann, aber ich nenne es einfach so. Ich überlege gerade, ob man hier vielleicht schon die ersten Kisten oder Fässer einbaut. Ich meine, man könnte auch Öfen nehmen, aber dann tendenziell nicht normale Öfen, weil die würde ich in ein Smelter-Array reinpacken, beziehungsweise ein Super-Smelter. Vielleicht dann eher auf der einen Seite Smoker und auf der anderen Seite irgendwie Blast-Furnaces. Weil die werden bei weitem nicht in dem Umfang gebraucht und wären eh schnell genug. Ich weiß halt nicht, was ich groß in Fässer reinpacken würde. Ja, dann können wir vielleicht zumindest gleich schon mal das Äther-Portal unterbringen. Später muss ich aber unbedingt die Sachen wieder reparieren. Ich überlege noch, wie ich es mache. Also ob ich wieder angeln gehe oder... Meine Angeln wäre vielleicht ganz sinnvoll, weil ich dann auf Enchantments zurückgreifen kann, die ich vielleicht unter Umständen nicht aus dem Tisch kriege. Ich meine, jetzt mit der schnelleren Angel ist es auch von XP-Standpunkt her ein bisschen besser. Ich meine, langfristig wird nichts einen Enderman-Grinder schlagen, aber wir können noch nicht ins End. Und ich möchte auch tendenziell keinen Enderman-Grinder bauen, bevor ich einen Elytra habe, weil das müssen wir über der Void machen. Und ich habe das Gefühl, also das, wovor ich in Minecraft am meisten Angst habe, wenn es darum geht zu sterben, ist die Void. Weil das reicht ein kleiner Fehler und... Du kannst tendenziell, also wenn du vorbereitet bist, hast du vielleicht eine Slow Falling Potion oder noch ein paar Enderperlen dabei. Aber auch das ist, also mit Slow Falling hat man wenigstens noch ein bisschen Zeit, aber ohne Elytra ungerne. Ich meine, klar, man kann die Farm auch auf der Insel bauen, aber die müsste man dann auch erstmal spawnproofen. Und ich weiß auch noch nicht, was ich mit der Insel machen werde. Ich meine, wenn ich was mit der Insel mache, würde ich langfristig auch einen Enderman-Grinder da integrieren, aber das wäre erstmal viel zu viel Arbeit. Frage, sieht das weird aus, oder? Ich meine, es ist noch kein Wasser drin. Später sieht es hoffentlich ein bisschen cooler aus, aber... Moment, ist das? Das ist sehr klatsch. Ist noch ungewohnt. Normalerweise habe ich die Silk Touch auf der 3 und die... schon auf der 2. Jetzt habe ich es umgekehrt. Weil eigentlich ist Silk Touch sollte echt Standard sein, weil kein Mensch, also ich war kein Cobblestone. Baue selten damit. Und Cobblestone sieht in vielen Bedingungen einfach total billo aus. So, hatte ich mir überlegt, dass man das nächste Portal praktisch hier einfach ein bisschen in die Tiefe geht. Dann können wir nämlich gleich auch die ganzen Äther-Sachen umgehen. Und ich merke gerade, wir müssen nochmal gerade Sandstein holen. Also nicht normalen Sandstein, sondern die Stufen, weil sonst sieht es weird aus. So, soweit. Können wir schon mal definitiv eine komplette Kiste mit Netherrack füllen und die eigentlich auch. Dann machen wir hier, keine Ahnung, Seelensand. Hier das. Einmal hier. Frage ist, wo kämen wir an Kelp ran? Kommen wir da überhaupt auf die Schnelle ran? Wir brauchen nicht mega viel und das Zeug wächst ja auch von selber. Also unter Umständen bräuchten wir einfach nur ein, zwei Pflanzen, lassen das Zeug dann ein bisschen wachsen.
Selbst wenn es nicht von selber bis auf die Höhe reicht, die wir brauchen, es wäre dann zumindest ein Anfang. Okay. Okay, hier ist Ozean. Und da ist Kelp. So, keine Drowns in der Nähe. Ich bin mir auch gerade unsicher, ob ich überhaupt noch in Zukunft groß Zeitraffer-Sequenzen machen werde mit dem Angeln. Weil ich festgestellt habe, dass, also normalerweise geht das Rennen bei mir ziemlich schnell mit Premiere, aber wenn ich Zeitraffer-Sequenzen drin habe, dauert es einfach direkt viel, viel länger. Oh, es gab Nachwuchs. Jetzt müssen wir dich nur noch irgendwie hier rauskriegen. So, das hier ist ein bisschen komisch. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Okay, ich sollte jetzt vielleicht nicht hier ertrinken. Das wäre dezent peinlich. So, das Lustige an Algen ist, sie haben ein Alter. Das entscheidet, wie weit sie nach oben wachsen. Also die, das hier hat jetzt zum Beispiel... Okay, das unterste hat nie ein Alter, aber das oberste. Das andere hatte gerade zum Beispiel das Alter 15. Ich glaube, bis 25 wachsen sie. Das heißt, das würde nur 10 hochwachsen. Wenn man es natürlich wachsen lassen würde. Und es ist jetzt halt wirklich nur, dass man kaum erkennt, wo hier fließendes Wasser ist. Und was davon Quellblöcke sind. Aber... Okay, jetzt wird hier gerade alles zu. Quelle. Hier. So und so. Ich überlege gerade, ob ich sogar noch ein Stück höher. Also, was heißt höher? Also nochmal einen Block höher gehen. Weil ein echtes Aquädukt muss ja immer mit einer leichten Neigung in der Richtung, in das Wasser fließen soll. Wasser fließt ja nicht nach oben, also deswegen hätte man dann vielleicht da ein bisschen mehr Spielraum. Haben wir auf der zweiten Ebene alles? Ja. Nice. Echt nice. Wenn man vielleicht noch irgendwo in der Ecke später irgendwie ein Shroomlight oder Sea-Lanterns reinmacht. Hat man noch ein bisschen Beleuchtung in dem Ganzen. Hier kommt später die Beacon rein, das heißt, das ist okay. Und jetzt müssen wir auf Tauchstation gehen. Nice. Das funktioniert. Yep. Das ist wirklich gut. Ja gut, das hier ist jetzt erstmal so optimal. Ich kann ja vorläufig das hier vormachen. Und dann, wenn wir das Aquädukt haben, können wir das anbinden. Gucken, kann man das sehen? Doch, man sieht die Blasen. Hat, finde ich, schon was. Aber jetzt noch da oben. Ich glaube, wir müssen da oben wirklich irgendwo Lampen in die Ecken platzieren, die man nicht direkt sieht, aber dass es halt ein bisschen erleuchtet aussieht. Langsam nimmt unsere Basisgestalt an. Wir können demnächst jetzt hoffentlich bald Lagerräume einführen. Wir haben einen festen Platz für unser Portal. Das ist schon mal viel wert. Das hier ist schon mal... Ich bin froh, dass wir das jetzt hingekriegt haben. Das heißt, wir können dann auch irgendwann mal das Aquädukt angehen. Was ich mir jetzt auch schon wesentlich besser vorstellen kann. Wir haben ein Problem. Wir haben nämlich beim letzten Mal die Zisterne gemacht und ich habe nicht bedacht, dass die Decke nur 1 Meter dick ist. Ich habe ein bisschen experimentiert mit einem Design für ein Aquädukt, wobei ich damit noch nicht so hundertprozentig zufrieden bin, und einem Design für die Mauer. Das Ding ist, dass
die meisten Aquädukte eigentlich relativ simpel sind. Aber wir haben hier eine Dreierbreite und deswegen sieht es halt entweder zu fett aus oder zu dünn. Und wenn ich es mit Stützen machen möchte, sollen die Stützen natürlich nicht auf dem Weg stehen, sondern halt direkt daneben. Und dann sieht es ein bisschen zu fett aus, finde ich. Aber wir haben, ich kann mal kurz zeigen, was wir aus dem Brunnen rausgekriegt haben, wo ich vielleicht auch noch ein paar Schilder anbringen möchte mit ein paar, noch ein bisschen Text. Ich habe mir da ein bisschen was überlegt, aber das mache ich vielleicht nicht heute. Wir haben noch ein paar Flitschborren geangelt. Fluch zum Verlierer, genau. Wir haben eine perfekte Angel inzwischen. Und ein paar zwei Zauberbücher. Also unter anderem habe ich, wo ist das? Schwungkraft. Irgendwo hatte ich noch was gefunden. Eisläufer, genau. Frostwalker 2. Also das könnte man mal behalten. Einfach für die Zeit, wenn man dann vielleicht nochmal ein zweites Paar Diamantschuhe macht. Und wir haben, genau, wir haben Level. Das heißt, wir könnten mal versuchen, ob wir zumindest auf unserem Brustpanzer und vielleicht sogar noch auf unseren Hosen, weil das die beiden teuersten Teile sind, unsere Enchantments zu kriegen, damit wir da unter Umständen auch schon Mending draufpacken können. Dafür brauchen wir aber Lapis. Zum Glück sind die zwei relativ unkompliziert, weil da nur Protection, Unbreaking und Mending drauf können. Also für die zwei gibt es ja keine besonderen Enchantments wie Aqua Affinity oder so. Schutz 3 und Unbreaking 3, das ist schon mal sehr gut. Explosionsschutz ist jetzt nicht das, was ich haben möchte, ehrlich gesagt. Stimmt, es können ja auch noch die anderen Protection-Arten, die gibt es ja auch noch. Die vergesse ich immer. Ernsthaft? Es gibt auf Kölsch einfach eine Verzauberung, die Döner heißt. Ich weiß gar nicht mehr, was das überhaupt war. Also unter Umständen muss ich gleich wieder umstellen auf Englisch, weil sonst kann ich die Verzauberungen alle nicht zuordnen. Aber ich möchte halt wirklich noch warten, bis wir auf Level 31 sind, weil dann können wir nochmal probieren, die Diamanthose zu verzaubern. Oder kriegen wir vielleicht auf die Schaufel irgendwas Sinnvolles? Weil die Schaufel brauchen wir auch viel. Effizienz 3, Unbreaking 3 wäre mir schon fast lieber. Ich überlege gerade. Silk Touch. Das ist gut. Das kann man nehmen. Weil ich habe auf meiner Schaufel gerne Silk Touch, einfach wegen, ich meine Gras sowieso. Aber auch wegen. Wie heißt es? Verdammt, ich komme nicht drauf. Wegen Gravel. So, hier. Boom. Ich glaube, ich fange hier auf der Seite an. Und zwar machen wir ein 5 mal 5. Ich hatte tatsächlich überlegt, die Türme ein bisschen größer zu machen, aber es sieht am Ende auch nur komisch aus. Und man hat dann am Ende viel Platz da drin, der aber nicht wirklich genutzt wird. So, dann kann man hier schon mal markieren. Dann das gleiche müssen wir dann auf der anderen Seite auch machen. Und dann müssen wir den Teil dazwischen freilegen. Obwohl, sie haben noch kein Unbreaking. Ich hoffe, dass das reicht, weil sonst müssen wir irgendwie die Schaufel reparieren und das auf die Schnelle hinzukriegen wird nichts. Kann man eigentlich auf allen vier Seiten gerade machen. Ja. Quatsch. Jo, jetzt habe ich es wieder im Kopf. Hoffe ich. Wahrscheinlich nicht. Aber man kann es ja zumindest mal behaupten. So, 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 dann hier. Genau, es waren 10 Glas nötig. Wow, Moment.
Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Ich hatte gar nicht im Kopf, dass. Also ich habe es ein paar Mal schon ausprobiert, aber ich war mir echt ziemlich sicher, dass BSL keine farbigen Schatten kann. Hey, das ist natürlich cool. So, auf der Seite haben wir dann Blau. So, so. Hier und hier. Ja. Finde ich gut. Zumindest haben wir dieses Mal eine Vorlage, an die wir uns halten können. Wieso ging ich davon aus, dass das reichen würde? So, und hier kann dann nämlich später einfach eine Beacon in die Decke. Die dann halt in der Mischfarbe ist. Also in dem Fall wäre sie dann. Uff, was habe ich hier als Mischfarbe genommen? Blau und Grün wäre Cyan, ne? Moment, habe ich? Ja, habe ich. Ich dachte schon, ich hätte es da eins zu niedrig gemacht. Was ich gerade auch nicht weiß, wir haben noch keinen Glowstone, oder? Ich hatte nämlich überlegt, Redstone-Lampen in die Mauer zu integrieren, aber wir haben noch keinen Glowstone, soviel ich weiß. Ich meine, wir könnten welchen holen. Ich meine, wir sind jetzt deutlich besser ausgerüstet als vorher. Die Seite hier wird natürlich jetzt ein bisschen besonders, weil wir auch das Aquädukt in die Mauer integrieren müssen. Bin doch blöd. Das ist Quatsch, was ich hier mache. Die Mauer ist zwar oben 5 breit, aber nicht am Boden. So, die Frage ist, wenn wir natürlich die Beleuchtung einbringen wollen, brauchten wir auch die. Haben wir halt auch wieder diese 5x5 Planung. Ich hatte ursprünglich überlegt, einfach nur die normalen Lampen zu, normalen Lichtblöcke zu nehmen, aber die gibt's nicht in jeder Farbe. Deswegen möchte ich halt eher mit normalen Redstone-Lampen arbeiten und dann halt mit dem bunten Glas. Weil sonst hätte man keine Ahnung, wie Mushroom-Lampen für Gelb nehmen können und Lava für Rot und Prismarin für Blau, aber dann hätte man für Grün halt nichts gehabt. Das sind die Probleme, mit denen ich mich dann rumschlage. Wenn man sagt, hier ist eine Lampe, dann ist hier eine Wand, dann ist hier wieder eine Lampe, eine Wand, hier ist eine Lampe, hier ist eine Wand. Lass mich das mal ganz kurz simulieren. Weiß auch noch nicht, ob das gut aussieht. Wenn man dann aus dem Tempel rauskommt. Also ich weiß nicht, ob das nicht sogar schon ein bisschen zu klaustrophobisch ist, wenn ich hier sowas habe. Wenn ich hier praktisch rauskomme und die Wand dann praktisch so hervorsteht. Aber wenn man es so macht, könnte man. Weil dann wäre es hier genauso. Das heißt, die Wand wäre dann. Das war hier. Und dann könnte man natürlich hier so eine Nische machen, wo man in den Turm reinkäme. Ohne dass es komisch aussieht. So, es muss an zwei Seiten auf der Mauer rauskommen. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben so eine Situation hier. Da ich es aber ein bisschen offener haben möchte, kann man hier auch wieder mit den
Stufen arbeiten. Hatte ich es so gemacht? Die Frage ist auch, von welcher Seite lassen wir die Treppe kommen? Weil wir haben es jetzt hier gegen den Uhrzeigersinn. Ich glaube, das ist eher ein bisschen nicht so intuitiv. Oder? Warte. Doch, im Uhrzeigersinn ergibt voll Sinn. Das aber bedeutet, dass wir es so. Und dann hier. Und dann haben wir es so. Aber es ergibt dann nur auf der Seite hier Sinn. Nee, warte. Ich hab's. So rum habe ich es gemacht, oder? Jetzt muss ich es trotzdem nochmal nachgucken. Ich brauche mal eben kurz einen Platzhalter. So und so. Ganz optimal ist das auch nicht. Ja, ich sehe auch warum. Weil ich schon wieder Blödsinn gemacht habe. Wenn man es direkt so macht, ist es nochmal ein bisschen kompakter. Man hat hier sein Ding und dann kann man hier oben. Genau, das ist gut. So, und hier oben können wir auch schon mal direkt machen. Wisst ihr was? Wir sollten vielleicht den Wassereimer auf Tasche haben, aber wir haben jetzt Diamantrüstung. Das heißt, eigentlich müssen wir vor dem Typen keine Angst haben. Wahrscheinlich sage ich das jetzt und gleich haben wir den Game Over Screen, aber teleportiert sich aber auch die ganze Zeit weg. Wir müssen uns echt angucken. Ja, komm her. Mehr. Aber er vermeidet das Wasser. Ja, aber zwei Herzen hat er mir schon abgezogen. Und er hat keine Perle gedroppt. Aber jetzt können wir das Ganze auf der Seite wiederholen. Wir haben ja jetzt eine Referenz. Das heißt, wir können müssen nicht mal die ganze Zeit die Welt wechseln. Wir wissen, dass wir jetzt hier rein können. So, und das Wasser kommt dann von hier. Und dann ist hier das, worauf dann die ganze Sache läuft. Also das ganze Wasser. Ich kann das hier einfach mal kurz nach außen führen. Wir brauchen hier drunter auf jeden Fall die Slabs, damit kein Wasser raustropft. Und wenn wir dann hingehen, wir brauchen es ja eigentlich nur so, dann sind wir hier auf dem Punkt, wo das Wasser wäre. Wenn wir es dann hier mit denen hier machen und überhaupt keine Stufen mehr haben. So, hier kann dann... Nee, kann nicht. Hier brauche ich normale. Hier brauche ich normalen Sandstein, sonst klappt das nicht. So, und jetzt, wenn wir es so machen und so machen. Okay, wir müssen es einzeln waterloggen. So, ich glaube, das hier kann ich aber mit Treppen ein bisschen besser lösen. Dann sieht es auch direkt ein bisschen gewollter aus, glaube ich. Könnten natürlich mal gerade in den Nether gehen. Nur ganz kurz. Mal gucken, ob irgendwo Glowstone in der Nähe ist.
Auf die sammeln sich jetzt nicht da unten. Die normalen brauchen wir dann hier drin auch nicht mehr. So, das hier kann man eigentlich auch schon umziehen, aber ich weiß noch nicht genau wohin. Meine blaue würde an sich passen, weil Lapis Lazuli und so. Also theoretisch könnte man es hier hinpacken. Uah! Oh nein! Oh fuck, ich habe gerade mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Wo sind... Ich jetzt den Kombat, habe ich vorhin den Stack mit dem Holz. Warte. Habe ich den was habe ich gerade raus? Ich habe gerade irgendwas rausgeworfen versehentlich, als der Creeper vor uns stand. War das der Stack mit dem Holz? Ja. Weil dann können nämlich in die Fässer die Bücher rein. Das einzige, was mich an der Sache halt stört, ist halt, ich finde, es müsste Bücherregale geben, die halt wie Kisten für Bücher agieren. Aber das Ding ist, ich glaube, wenn man, das wäre halt so ein bisschen ein Problem für alte Minecraft-Welten, glaube ich, wenn man die ganzen Bücher, die sich in einer Welt befinden, und auch, also nicht die ganzen Bücher, die ganzen Bücherregale, das werden ja auch auf natürliche Weise in Strongholds welche generiert. Wenn man die alle umwandeln würde, dass die jetzt Container sind, auch wenn da nichts drin ist, also ich weiß nicht, ob das technisch gesehen so eine gute Idee ist. Haben wir natürlich immer noch die Kisten hier draußen, aber ich weiß noch nicht, wo ich die Kisten langfristig hinpacken möchte. Das ergibt jetzt wieder auch wieder einen sehr coolen Effekt, finde ich. Dieses Rot mit durch dem Sonnenlicht durch das rote Glas durch. Also ich finde wirklich, dass sich Mojang da mal hinsetzen muss, weil es würde so viel zur Atmosphäre des Spiels beitragen, wenn du in eine Höhle gehst oder in Nether und die Lava hat wirklich so ein rötlich-orangenes Licht. Oder in einem Ozeanmonument kommst du rein und die Lampen erzeugen einfach so dieses kalte, grün-bläuliche Licht. Und dann noch all die ganzen Sachen, die es dazwischen gibt. Und die restlichen Mauern sollten auch einfacher werden, weil wir das Aquädukt da nicht integrieren müssen. Obwohl man das natürlich langfristig, wenn man da drüben oder hier oder da nochmal irgendwas entdecken würde, was wo es passen würde, könnte man sich das natürlich überlegen. Aber ich mache jetzt auch ehrlich gesagt Schluss, weil es ist warm und ich habe gerade wirklich, ich bin jetzt wieder 2,5 Stunden dran und die Wärme, es entzieht mir gerade einfach jegliche Ausdauer. Aber ich glaube, wir haben doch ein bisschen was geschafft. Die Türme stehen, das Aquädukt hat angefangen, wir haben die erste von den 4 Mauern. Und das ist schon mal viel wert, weil das können wir jetzt als Referenz nehmen. Und wenn das alles steht, ist die Basis, ich meine, klar, wir erweitern sie zwar noch innen, aber und hier natürlich auch noch in die Richtung, aber... Es ist schon mal ein gutes Stück sicherer und ich denke, der Kern der Basis steht dann. Und ich glaube, dann kann man sich auch wesentlich besser vorstellen, was ich vorhabe. Okay, ich würde sagen, wir machen heute eine Höhlentour. Weil ehrlich gesagt habe ich heute nicht so wirklich Lust, am Tempel weiterzubauen. Auch wenn wir im letzten Stream ein bisschen was geschafft haben in der Richtung.
Die Bücher habe ich alle schon untergebracht in der neuen Verzauberecke, wo wir ja die ganzen Fässer gebaut haben. Aber die Bögen habe ich in der Kiste gelassen. Und zwar einmal hier am Breaking 3 Infinity und dann einmal hier mit Power und Punch 1. Ich finde Punch 1 ist okay. Ich würde es nicht unbedingt auf Punch 3 haben wollen, weil dann haben wir gar keine Kontrolle mehr, wo die Sachen landen. Aber Punch 1 ist, denke ich, ganz okay. Also damit kann ich leben. Ist genauso mit Knockback. Knockback ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Wir haben ja auch ein paar andere Bücher noch bekommen mit Sweeping Edge 3 und Efficiency 4 nochmal. Das hier ist gut, Feather Falling 4 und Protection 3. Das ist, wenn wir uns mal für unsere Schuhe aufheben. Impaling 4, Protection 3 nochmal. Irgendwo hatte ich aber, meine ich, noch einen Bogen hingelegt. Kompletten. Hier. So, das heißt, den können wir gleich zusammenfügen. Die Sache ist nur, wir brauchen Lapis. Ich möchte natürlich vorher erstmal noch gucken, was wir noch verzaubern können. War im Idealfall die Hose. Unbreaking 3. Okay, und das war's. Ja, das ist aber schon mal okay. Mehr als Projection können wir halt da auch nicht mehr draufkriegen. Das heißt, da mache ich gleich noch Mending drauf. Dann, ich hätte gerne noch was anderes auf meinem Schwert. Unbreaking 3. Kriegen wir noch was an? Sharpness 3. Ich bin im Moment ein bisschen zwiegespalten. Ich habe noch kein einziges Smite-Buch gesehen, soviel ich weiß. Das ist an sich schon sehr cool, aber ich überlege halt wirklich. Mal gucken, was können wir hier drauf machen? Fire Protection. Okay, ich möchte keine Fire Protection hier drauf haben. Das heißt, wir werden noch einmal hier entzaubern. Dann probieren wir das. Ich möchte nicht Fire Aspect da drauf haben. Dann Efficiency 4. Dann machen wir hier eben den. Nice. Und was haben wir hier? Sharpness 3. Möchte ich nicht. Deathstrider 3, das ist gut. Jetzt bitte nicht die falsche Fire Protection. Ich möchte keine Fire Protection. Okay, das heißt, mehr wird das erstmal nicht. Aber wir können zumindest Mending auf die eine, auf die Diamanthosen machen. Und auf die Axt. Uff, das ist ein bisschen sehr teuer. Wenn wir es umbenennen, wird es noch teurer. Fuck. Ich hatte nämlich schon einen wirklich lustigen Namen mir überlegt. Geht's andersrum? Andersrum ist billiger. Sehr gut. Dann nehmen wir es direkt schon mal. Avengers Infinity Bow. So, wenn ich jetzt das hier noch drauf mache. Das kostet 9. Aber das können wir. Okay, das machen wir dann danach. Das ist okay. Dann lege ich das vorläufig da rein. Weil 133 Benutzungen mit Unbreaking 3 ist okay. Haben wir endlich eine Fernkampfwaffe. Das Tolle am Mesa ist, und ich war noch nie in der Mesa-Höhle, beziehungsweise in dem Mesa-Biom habe ich noch nie eine Mine gegraben. Aber man findet ja so Unmengen an Gold hier. Okay. Das ist nicht so ganz reibungslos generiert. Aber ich finde das gerade mega unübersichtlich. Es ist so cool, so viel Gold immer zu sehen in den Mesas. Also ich fände es ja echt cool, wenn es noch andere Biome gäbe, wo andere Sachen halt richtig häufig vorkämen. Ist irgendwo Lava. Obsidian wäre auch auf jeden Fall etwas, was wir mitnehmen sollten. Einfach, wenn wir, vor allem, wenn wir in Zukunft noch ein paar Portale bauen wollen. Und für die Ender-Chests sowieso. Oh, ein Gottapfel. Den sollten wir mitnehmen. Den sollen wir um jeden Preis mitnehmen.
Wir haben einfach schon 3 Stacks Gold. Ich glaube, das ist mehr, als wir in der ganzen Staffel bis jetzt gefunden haben. Also wir könnten uns unter Umständen sogar später noch leisten, ein paar goldene Äpfel zu machen. Oder, ich meine, gut, Booster-Schienen. Also Minecarts sind sehr gut zum Transportieren von Villagern oder so. Aber ich finde leider, dass Minecarts echt einen Buff brauchen. Also ich finde, was Geschwindigkeit auf einer festen Strecke angeht, sollte Minecarts durch nichts übertroffen werden. Oder vielleicht höchstens durch einen Elytra, aber auch wirklich höchstens. Weil Elytras einfach so ein Endgame-Item sind. Aber ansonsten Pferde sowieso, aber auch Elytras, alles ist einfach schneller. Deswegen es ist total schade, die ganzen U-Bahnen, die gebaut werden, aber eigentlich nur Show sind, weil entweder Nether, Elytra oder Pferde halt viel bessere Alternativen sind, um schnell durch die Welt zu reisen. Wobei eine richtige Höhle ist das für mich halt auch nicht. Ich mag diese, ehrlich gesagt, die Minenschächte. Wenn sie eine Höhle durchziehen, finde ich sie cool. Aber so finde ich sie gerade ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Und es hilft halt auch nicht, dass wir noch kein einziges Stück Eisen hier drin gefunden haben. Ich muss echt sagen, eine Goldfarm in Hardcore wäre mega OP, wenn man immer noch die Notch-Äpfel craften könnte. Weil daran könntest du aus den Dingern dein Hauptnahrungsmittel machen, beziehungsweise einfach so ein 64er-Stack von den Dingern rumtragen. Und jedes Mal, wenn man irgendwie auch nur annähernd in Gefahr ist, kann man einfach so ein Ding essen. Dann wäre einfach so gut wie unsterblich. Das sieht schon eher nach richtiger Höhle aus und das kann man tatsächlich mal erforschen. Ich spiele nicht mit Mods. Also kommt drauf an, ob du Optifine zählst. Ansonsten, ich muss sagen, ich finde, es gibt kaum. Ich fände es grundsätzlich schon interessant, nochmal irgendwie vielleicht mit ein, zwei Mods zu spielen. Auch Hardcore, aber ich muss sagen, die meisten Modpacks, abgesehen davon, dass sie nicht für 1.16 gemacht sind, sind meiner Meinung nach auch nicht sehr gut designt. Weil einfach immer mehr Mods reingeschmissen werden. Und dann macht die eine Mod irgendwie die andere überflüssig. Weil sie im Prinzip das Gleiche macht, nur einfacher oder besser oder beides. Und klar, du kannst sagen, das Modpack hat 200 Mods drin. Aber ich sag mal so, mindestens 100 davon wirst du nie benutzen. Und dann haben halt auch die meisten Modpacks das Problem, dass sie halt irgendwie für Minecraft, keine Ahnung was, welche Versionen gemacht sind. Und klar, es war auch verständlich, als Mojang noch meinte, schlafen zu können und einfach jahrelang nicht wirklich sinnvolle Sachen hinzugefügt hat und die Updates einfach den Aufwand nicht wert waren. Aber die letzten Updates waren halt alle einfach sehr, sehr gut und deshalb würde ich darauf nicht verzichten wollen. So, und wenn jetzt durch ist, können wir das wegnehmen. Dann machen wir einmal den. Jetzt bin ich gespannt. Wir sind jetzt auf Level 20,5. Und gehen einfach direkt auf Level 28 hoch. Das ist nicht übel. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Ich denke, Creeper World Stream bringt heute nichts mehr. Weil ich glaube, das Interesse ist nicht so groß und mir ist warm. Aber ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam, auch wenn ich ehrlich gesagt glaube, dass es die meiste Zeit wahrscheinlich gar nicht so spannend war. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.